Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, schnellen Liquid-Clip. Ja, ihr seht, ich bin auf dem Sprung. Ich wollte noch gerade mal schnell das Liquid-Labor Absinthe vorstellen, Freunde. Wenn ihr nach einem brachialen Absinthe sucht, dann seid ihr bei Liquid-Labor Absinthe definitiv richtig. Und ich habe bei Absinthe gemerkt, fuck, überdosiert's bitte nicht. Es ist sowas von intensiv, das Absinthe. Ohne Witz, es schmeckt wirklich beim Dampfen genauso, als ob ihr die Pulle Absinthe am Hals habt und das leer nuckelt. Oder halt das Pinschen, wie auch immer. Ne? Liquid Labor ist halt ein Aromenhersteller oder die haben sehr, sehr viele Aromen aus eigenem Hause und Absinthe ist halt wirklich mal wieder was Gelungenes, weil ich finde Absinthe, Lakritz oder die ganze komische Schote da, was ja nicht wirklich mein Ding ist, also ich hasse Lakritz eigentlich, aber Absinthe bombastisch umgesetzt. Ohne Scheiß kann ich wirklich nur sagen, Chapeau, Hut ab, ne? Weil ich finde Lakritz ist ein relativ, was heißt schwer, nicht unbedingt, nur komplexes Aroma an sich irgendwie und ich habe schon viele Absinthe und Lakritz Aromen probiert und die waren völligster Müll. Ohne Witz, völligster Müll. Aber hier war ich jetzt mal überrascht. Ich dachte mir, komm, probier's aus, gar kein Thema. Und es lohnt sich. Klar, ne, man kennt es halt auch wirklich so, ich bin gar kein Absinthe-Freund oder sonst irgendwas. Aber es geht darum, bei einem Liquid- oder Aroma-Review schmeckt es wirklich so, wie es beschrieben ist. Und ja, ja. Also wirklich, wenn er auf die Schiene steht, Freunde, Liquid Labor Absinthe. Mehr kann ich halt dazu nicht sagen. Ne? In dem Sinne, das war's auch wieder mit dem Liquid Clip. Ich werde es ja wirklich ganz, ganz klein halten. Ich weiß, ihr mögt das nicht so, wenn die Videos zu kurz sind. Aber ich habe mich jetzt auf jeden Fall dafür in der Zukunft entschieden, nur noch wirklich so ganz kleine Clips zu machen. Das sind auch teilweise wie so Lückenfüller. Aber ich finde es halt immer ganz interessant oder schön, wenn die Leute irgendwie dann oben bei YouTube, YouTube ist ja mittlerweile für mich persönlich Google 2, die geben dann oben ein, jetzt zum Beispiel hier Liquid Labor Absinthe, bam, und man findet direkt Absinthe. Nicht so wie zum Beispiel Liquid Labor Aromentest und dann drückst du drauf und dann suchst du da und guckst du, dann stellen die da 5, 6, 7, 8 Aromen in einem Video vor. Bin ich persönlich nicht der Fan von, deswegen alles einzeln. In dem Sinne, Freunde, stay true, join the website of life und bis demnächst. Gives me butterflies.